Hallo zusammen, hier ist die Caro mit Theresa Winterfall. Wie in jedem Jahr möchte ich auch in diesem Jahr wieder ein Jahresrückblick-Video machen. Und zwar möchte ich in diesem Video auf die besten Updates in Star Stable im Jahre 2021 eingehen. Zumindest auf die Updates, die ich persönlich als am besten empfunden habe in diesem Jahr. Falls ihr das anders seht und vielleicht noch irgendwelche Updates habt, die ihr besonders toll fandet, die ich jetzt hier aber in diesem Video nicht erwähne, dann schreibt mir das auf jeden Fall sehr, sehr gerne. Das würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Ansonsten würde ich sagen, fangen wir doch einfach mal damit an. Beginnen wir mal mit Januar und da muss ich etwas erwähnen, was eigentlich gar kein Star Stable Update ist, was aber auf jeden Fall ein Highlight in diesem Jahr war und was ich deshalb unbedingt in diesem Video trotzdem erwähnen muss. Und zwar wurde am 16. Januar 2021 die Animationsserie Mistfall veröffentlicht. Ich fand die Animationsserie selbst schon richtig schön, aber ich war besonders gehypt, da man schon vorher, sogar schon im Jahre 2020, richtig auf diese Serie vorbereitet wurde. Die Nicht-Star Rider durften das erste Mal nach Mistfall, was bestimmt richtig toll für sie war. Man hatte in Mistfall auch eine Quest, in der man Blaze zum ersten Mal gesehen hat. Das war das Pferd aus der Serie Mistfall. Und man konnte Blaze später dann auch selbst kaufen und reiten, und zwar das Embermane ist das. Es gab einen Verkaufsstand mit der Kleidung von Sky, sodass man nicht nur Embermane reiten konnte, sondern auch direkt aussehen konnte wie Sky. Und was ich ganz besonders toll fand, war die Musik. Der Song Fire von Nomi, den habe ich total gefeiert. Ich kann mich noch erinnern, dass der auf jeden Fall Silvester 2020, 2021 auf der Bühne im Winterdorf von DJ Kai gespielt wurde. Und ich habe ihn wirklich rauf und runter gehört. Ich fand den so toll. Ich habe den Song richtig gefeiert und finde ihn auch heute noch richtig schön. Ja, insgesamt war auf jeden Fall die Veröffentlichung der Serie ein richtig tolles Event in diesem Jahr, würde ich sagen. Gehen wir mal weiter zum Februar und hier kommt eins meiner absoluten Favoriten in diesem Jahr, denn im Februar wurde der zweite Teil von Wildwoods veröffentlicht. Dort haben wir dann die drei verschiedenen Herden kennengelernt, die Krieger, die Mystiker und die Förster. Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich war total gehypt und war von allem dort richtig begeistert. Die NPCs waren toll, der Ort und die Hintergrundmusik waren einfach nur magisch und die Quest fand ich auch irgendwie total süß gemacht. Man hat sich irgendwie auch richtig einer Herde zugeordnet gefühlt und ich glaube, da ging es einigen von euch so, denn auf Instagram habe ich überall Posts gesehen, ich bin Krieger, ich bin Mystiker oder ich bin Förster. Es war auf jeden Fall ein richtig tolles Event in diesem Jahr. Auch eine spätere Quest dort mit Gary Goldzahn fand ich total süß, in der man ein Jorvik'sches Urpferd von der Starshine Ranch retten musste. Und da habe ich mich richtig in die kleine Athena verliebt. Das ist das kleine Fohlen der Kriegerherde, ihr kennt es vielleicht schon. Ja, und sie ist immer noch einer meiner absoluten Lieblings-NPCs dort in Wildwoods. Im Mai 2021 kam dann endlich mal eine Story-Quest, und zwar Fripps Rettung. Ich habe lange überlegt, ob ich diese Quest in meine Highlights in diesem Jahr überhaupt mit reinnehmen soll, denn ehrlich gesagt fand ich die Quest jetzt gar nicht so besonders, aber ich bin dennoch immer froh, wenn es mit der Story-Quest weitergeht. Ich möchte jetzt bei der Quest gar nicht so groß spoilern, denn einige von euch haben die Storyline vielleicht noch gar nicht so weit gespielt, aber ich kann auf jeden Fall sagen, dass diese Quest endlich mal Zeit wurde nach jahrelanger Warterei für einige von uns. Ja, und die Überarbeitung von Fripp fand ich irgendwie auch total süß. Daher habe ich das jetzt doch in meine Lieblingsupdates mit reingenommen. In diesem Jahr gab es auch einige Gebietsüberarbeitungen, die ich auch auf jeden Fall zu meinen Highlights hinzufügen würde. Im Juni 2021 wurde Silverglade Village überarbeitet. Man muss zugeben, das neue Silverglade Village hat jetzt zwar kaum mehr etwas mit dem alten Silverglade Village gemeinsam, aber ich war trotzdem richtig begeistert von dem Remake, denn ehrlich gesagt habe ich vorher nicht gerne viel Zeit in Silverglade Village verbracht. Ich fand es einfach nicht wirklich schön dort und ich finde es jetzt auf jeden Fall viel, viel einladender. Im August 2021 wurde dann die Reitarena überarbeitet. Sie sieht nun meiner Meinung nach auch viel einladender und vor allem auch edler aus und ich finde, es passt auf jeden Fall jetzt viel besser zur Baroness, denn die Reitarena soll ja zum Silverglade-Landgut gehören und die Baroness ist ja auch eher so ein bisschen edel unterwegs und ich finde, die neue Reitarena passt auf jeden Fall jetzt viel besser zu ihr.
Im September 2021 wurde dann Steve's Farm überarbeitet. Da haben auch sehr viele von euch drauf gewartet. Denn nachdem das Silverglade Village überarbeitet wurde, hat das alte Steve's Farm einfach überhaupt nicht mehr dazu gepasst. Jetzt wurde es im gleichen Stil angeglichen und ich finde es einfach wunderschön dort. Im Dezember wurde dann auch noch das Winterdorf überarbeitet. Auch das finde ich nun irgendwie viel einladender, da man nun dort auch ein größeres Café hat und einen Dressurplatz und man hat nun einfach ein bisschen mehr einen Grund, ins Winterdorf zu gehen, ist auf jeden Fall meiner Meinung nach schöner als vorher. Was wäre Star Stable ohne jede Menge neuer Pferde? Auch in diesem Jahr wurden sehr viele neue Pferderassen veröffentlicht, aber auch viele Remakes. Zu meinen Favoriten zählt auf jeden Fall das Gotland Pony, das im Februar kam. Das war auf jeden Fall die erste neue Pferderasse in diesem Jahr, denn im Januar kamen nur weitere Fellfarben für den Friesen ins Spiel, der ja schon im Dezember 2020 veröffentlicht wurde. Auch war es bei den Gotland Ponys das erste Mal, dass SSO direkt alle Fellfarben auf einmal veröffentlicht hat, was sie auf jeden Fall bis jetzt beibehalten haben, aber es hat auf jeden Fall mit den Gotland Ponys begonnen. Und ja, scheint zu funktionieren, denn sie haben es nicht wieder geändert. Zu meinen Favoriten zählen auch der Araber, der im Mai veröffentlicht wurde, die Paint Horses, die im September veröffentlicht wurden und die Islandpferde, die im November veröffentlicht wurden. Aber es gab auch viele weitere Pferde in diesem Jahr, zum Beispiel wurde das Finnpferd veröffentlicht, der Percheron kam in diesem Jahr. Und auch sehr viele magische Pferde, wie zum Beispiel Erinis und Petra, das waren die magischen Steinpferde vom Clydesdale-Modell. Dann gab es dieses Jahr Faramor und Aldracht, das waren die magischen Drachenpferde vom Friesen-Modell. Dann gab es an Halloween magische Pferde vom Modell des Jorvikschen Urpferdes, und zwar Songsorrow und Duskbrim. Und die aktuellen magischen Pferde Schattenschild und Schneetänzer, das sind die Weihnachtspferde. Kommen wir zu den Events in Star Stable. Viele Events haben sich kaum verändert, weshalb ich sie hier in diesem Video auch gar nicht groß erwähnen werde. Ja, und leider wurden auch einige Events in diesem Jahr gar nicht mehr zelebriert. Was meiner Meinung nach aber auf jeden Fall ein absolutes Highlight war in diesem Jahr, war der 10. Geburtstag von SSO, der im September begonnen hat. Es gab schon vorher einen Riesenhype, denn SSO hatte angekündigt, dass jeder einzelne Spieler, auch die Nicht-Star-Rider, zum 10. Geburtstag ein Pferd kostenlos geschenkt bekommen werden. Und das war noch nicht alles, denn die Community durfte selbst abstimmen, was für ein Pferd es sein sollte und wie es aussehen soll. Auf der Star Stable Webseite gab es eine Abstimmung, da konnte man dann für die Rasse abstimmen, für die Fellfarbe, welche Abzeichen man gerne für das Pferd hätte und auch welche Farbe die Abzeichen haben sollen. Zum Schluss ist es dann das Seelenross geworden. Ich finde, das ist auf jeden Fall ein richtig schönes Pferd. Ich hatte schon befürchtet, dass mir das Pferd vielleicht da nicht so gefallen würde, da es dann ziemlich arg zusammengewürfelt aussehen würde. Aber die Community hat auf jeden Fall Geschmack bewiesen. Ich finde, das Seelenross ist auf jeden Fall ein richtig, richtig schönes Pferd. Und ich glaube, Star Stable hat da sehr vielen Spielern eine große Freude damit gemacht. Ich fand generell alles drumherum um den 10. Geburtstag von SSO sehr schön. Und ich fand es auch sehr schön, dass Nomi, The Miscreants und Lisa zusammen einen Song aufgenommen haben. Das hatte man auch so noch nicht. Und den finde ich auch richtig schön und den habe ich auch richtig gefeiert, so zum Geburtstag. Als nächstes kommt das Halloween-Event und jeder, der mich schon etwas länger kennt, weiß, dass Halloween mein absolutes Lieblingsevent ist im Jahr, sowohl in Star Stable als auch in Real. Was ich ganz besonders toll fand, war, dass sie das Halloween-Event nicht einfach so 1:1 vom Vorjahr recycelt haben, sondern dass es schon noch so ein paar Neuheiten gab im Vergleich zum Vorjahr. Zum Beispiel gab es eine Quest mit dem kopflosen Reiter, in der man so ein bisschen was über seine Vergangenheit erfahren hat. Das fand ich auf jeden Fall echt mega, auch wenn die Quest ein bisschen grausam und ehrlich gesagt auch ein bisschen traurig war. Aber fand ich auf jeden Fall echt toll, dass sie da eine Quest eingefügt haben. Außerdem konnte man in diesem Jahr im Trailritt noch ein paar Gegenstände einsammeln, das war im Vorjahr auch nicht so, die man dann später gegen einen Raben eintauschen konnte. Also es fand ich auf jeden Fall echt toll, dass sie so ein bisschen frischen Wind in das Event reingebracht haben und es nicht einfach nur recycelt haben.
Das Winter-Event fand ich in diesem Jahr auch recht schön. Leider gab es aber nicht so viele neue Aktivitäten im Vergleich zum Vorjahr. Es kam irgendwie nur so ein paar Kleinigkeiten neu dazu, wie zum Beispiel ein weiteres Rennen, die Polarfuchstour und das Bauen vom Schneemann. Ehrlich gesagt fand ich die Aktivitäten für mich jetzt nicht ganz so interessant, bis auf das weitere Rennen. Das war eigentlich ganz cool. Ja, es gab irgendwie keine interessante Quest mit dem Weihnachtsmann und es wurden auch ein paar Aktivitäten rausgenommen, wie zum Beispiel das Reiten von Wildtieren. Im letzten Jahr war es so, dass man sich im Winterdorf ein Wildtier, wie zum Beispiel ein Reh, ein Hirsch, ein Bär oder sogar ein Julbock ausleihen konnte und mit ihnen dann durch Jorvik reiten konnte und man konnte mit ihnen dann auch sogar an Championaten teilnehmen. Da habe ich zum Beispiel letztes Jahr ein Video dazu gedreht, wie ich mit dem Reh am Pony-Championat teilnehme. Das war irgendwie total lustig und das hat mir so in diesem Jahr so ein bisschen gefehlt. Die Reiter sahen zwar auf den Wildtieren irgendwie total steif und komisch aus, aber ich fand das trotzdem irgendwie eine lustige Aktion und ich hätte es gerne in diesem Jahr wieder im Spiel gehabt. Was für mich aber das Winterupdate so ein bisschen gerettet hat, war die Überarbeitung vom Winterdorf und vor allem die Überarbeitung der Rennen. Ich finde, das hat Star Stable auf jeden Fall echt toll gemacht. Ich bin richtig begeistert von der Überarbeitung und ich liebe diesen Weg aus Eis- oder Schneekristallen, der so bei den Rennen vor einem erscheint. Den finde ich so schön. Ich war da so richtig begeistert, als ich das erste Mal so ein Rennen geritten bin. Ja, und ich finde, das haben sie auf jeden Fall echt toll gemacht. Und schon allein deswegen hat es das Winter-Update auf jeden Fall hier in dieses Video geschafft. Das war's dann auch schon so von meiner Seite. Schreibt mir sehr gerne, was eure Lieblings-Updates in diesem Jahr so waren. Vielleicht ist ja da das ein oder andere Update dabei, was ich so gar nicht auf dem Schirm hatte und auch in diesem Video überhaupt nicht erwähnt habe. Ja, und dann wünsche ich euch noch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ich hoffe, ihr könnt die Zeit ein wenig genießen, trotz der aktuell schwierigen Situation wegen der Pandemie. Und ich hoffe, wir sehen uns alle gesund im neuen Jahr dann wieder. Bis zum nächsten Mal.